Aktuell sehen wir wieder viel Überflutung und wir wollen jetzt mal schauen, wo das herkommt. Überflutung hat natürlich was damit zu tun, was im Land so vor sich geht, auf dem Land. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal verfolgen, wo das Wasser alles herkommt, dann finden wir relativ schnell auch, was schief läuft und wie man diese Überflutung verhindern oder drastisch reduzieren kann. Ja, wir schauen hier mal die Wasserpfade an. Also jetzt hier ist, wo das viele Wasser mal als Beispiel herkommt, es fließt eine Straße runter und wir sehen, es nimmt eine ganze Menge Boden mit sich. Dieser Boden ist schon sehr sandig hier, also selbst der Sand läuft hier weg. Der fruchtbare Boden ist schon zum großen Teil weggeflossen, was auch Teil des Problems ist. Und hiermit haben wir tatsächlich schon mal einen Ausblick. Wenn wir jetzt gucken, wo das weitergeht, dann sehen wir, dass hier tatsächlich einfach der Wald hier. Kiefernmonokultur läuft Wasser ab, aus diesen Feldern läuft Wasser ab, obwohl das schon eine Wintereinsaat hat, was also schon besser ist, als es viele machen. Und da sieht man halt, dass hier eine ganze Menge Wasser wegläuft. Und wenn wir das noch mal ein bisschen genauer anschauen, dann sieht man, dass hier mächtig Erosion ist und das dürfte eigentlich nicht sein, weil es geht nicht lange gut. Wenn hier ständig Wasser wegläuft bei jedem starken Regen, dann ist irgendwann der Boden weg, der fruchtbare Boden, und das ist nicht gut. So, jetzt machen wir am Institut jede Menge Untersuchungen über Infiltration von Böden und man kann ganz klar sagen, dass sehr, sehr viele Böden in der Landwirtschaft sehr wenig Wasser aufnehmen, wenn es regnet. Und das ist etwas, was ein riesiges Problem darstellt. Und auf der anderen Seite kann Boden eigentlich fast alles wegschlucken, was es an Regen gibt. Selbst gigantische Gewitter können versickern. Ich war neulich auf einem Betrieb in Süddeutschland, der seit ungefähr 30 Jahren pfluglos, auch ohne Biozide arbeitet, ist inzwischen ein biodynamischer, ein Demeter-Betrieb. Und die haben neulich 167 Liter Wasser pro Minute Versickerung gemessen. Und das ist gigantisch. Solche Regenfälle gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Und insofern von den Flächen läuft kein Wasser ab. Und jetzt wollen wir aber auch sehen, was ist denn die Kehrseite der Überflutung? Weil die Überflutung so richtet ja schon massive Schäden an. Die Ursache haben wir jetzt gesehen und wir haben jetzt auch einen Ausblick, wie man das ändern kann. Die Landwirtschaft auf regenerative Landwirtschaft umstellen, damit die Böden halt das Wasser wegschlucken. Das ist auch für die Bauern besser, die verdienen wieder mehr Geld. Und ganz große Sache noch, wir haben, wenn die Ursachen erstmal klar ist, natürlich auch ganz klar den Blick, dass das ganze Wasser, was wegläuft vom Land, das fehlt natürlich auch. Das sollte versickern, das Grundwasser erhöhen. Aber die Kehrseite dessen, was hier passiert, ist ganz klar, dass wir dann, wenn das Wasser alles weggeflossen ist, also hier fließt ganz, ganz, ganz viel Wasser ab, was eigentlich im Sommer dringend gebraucht wird. Und wenn dieses Wasser nicht mehr da ist,
haben wir weniger Verdunstung, weniger Wolkenbildung, ein Wetter, was aus den Fugen gerät und wo wir dann halt einfach etwas haben, was wir Dürre nennen, aber man kann es auch einfach eine falsche Entwicklung der Landbewirtschaftung nennen. Deshalb Umstellung auf regenerative Landwirtschaft und das löst eine Menge anderer Probleme auch mit. Also auch diese Wetterkapriolen werden weniger. Das ist der Königsweg zum Ausgleich von Wetter und Ausweg aus Überflutung und Dürre. Und es gibt mehr und bessere Nahrung, denn Nahrung von biologisch lebendigen Böden ist auch sehr, sehr viel gesünder. Ja, danke fürs Interesse.